Tagt erleben. Ihr müsst ein schweres Leben führen, mein Freund. Ständig werden euch Schlachten und Sorgen aufgebürdet. Nie könnt ihr euch zurückziehen. Sogar ich vermisse das Wenige, das ich von einem Zuhause oder dem Orden kennengelernt habe. Ja, wir haben keine Zeit, uns zurückzuziehen, Kaelon. Es ist viel zu tun. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeit, Kaelon. Das habe ich vor langer Zeit an einem Ort namens Kerzenburg gelernt. Rückzugsmöglichkeiten wären eine willkommene Erleichterung. Ich selbst hätte nichts gegen ein bisschen Sicherheit und Ruhe einzuwenden. Ja, aber alles, was ich wurde und erhielt, erreichte ich durch Blut und Tränen. Die Zeiten waren schon mal einfacher, scheint es mir. Es gibt keine Rückzugsmöglichkeiten. Nein, nehmen wir mal das Positive. Ich hatte immer das Gefühl, dass ihr verzweifelt nach einem Felsen oder so etwas sucht. Nach etwas Soliden, an das man sich klammern kann. Ihr scheint mit euch selbst im Widerstreit zu leben, als ob eure Seele sich an etwas klammert, das eurem Innersten umstritten ist. Gibt es da etwas, über das wir reden sollten? Die Natur meiner Seele geht nur mich etwas an, Kaelon, und stellt mir nie wieder solche Fragen. Unsinn und böses Zeug, ihr interpretiert zu viel in mich hinein. Mein Vater war ein Gott des dunklen Pantheon. Ein bisschen Widerstand ist da wohl doch erlaubt, oder? Ich bin die Saat Baals. Mit diesem Schandmal muss ich selber fertig werden. Bleibt an meiner Seite, das ist mir Hilfe genug. Nehmen wir mal das. Und eben so viel gedacht. Wir haben keinen Einfluss auf das, was wir sind, aber wohl auf das, was wir werden. Die Geste verfeist Zerrissenheit. Der Zerrissenheit liegt in ihrer Vergänglichkeit. Wenn ihr da herausfallt, dann bete ich, dass ihr zum Licht fallt, Talisa. Was hast du noch? Magische Geschosse, Stab. Ich helfe, wo immer ich kann. Trank der Einsicht. Haben wir schon Tränke der Lebenskraft irgendwo? Ja, hier. Haben sogar Trank der Einsicht hier. Oh, eine Feuerballrolle. Die nehme ich gern mit. Schlaf und sprühende Farben. Ja, das normale Magiebann. Nicht so wirklich. Den Kampfmagiebann habe ich lieber bei ihr, weil ich habe den, glaube ich, noch nie gefunden. So, das ist was Besonderes, was sie da hat. Wir haben ja jetzt hier zweimal Magie... zweimal Magie-Bannen hier drin. Gut. So, nachdem dieses Gespräch mit Kaelon auch erledigt ist, speichern wir nochmal. Der befindet sich bereits in meinem Zauberbuch. Das hat geklappt. Ich kapier's nicht. Ah. Gut, wenigstens drei haben diesmal geklappt. Gut. Ich werde es tun. Und wir haben alles und jeden besiegt hier. Ah, der hatte noch zwei Zauber bei sich. Was ist das eine? Kältekegel ist gerade 5. Hat nicht geklappt. Und Klopfen haben wir bereits. Gut. So, das heißt, wir gehen hier wieder raus. Nun gut. Und werden mal hier runter gehen. Wir könnten jetzt uns erstmal wieder in der Taverne umsehen. Da wurden wir ja mehr oder weniger rausgeworfen. Ich bin ein Prachtweib. Findest du nicht? Ja. Da ist immer noch Zar und da ist ein Raufbold. Ihr seid gerade auch von dem verdammten Schiff runtergekommen, was? Man kann es riechen, haha. So, dann gehen wir mal hier oben in die Taverne. Ich warte. Was immer ihr wünscht. Hier sind hauptsächlich Gäste unterwegs. Ja, okay, das kennen wir, glaube ich, schon. Ist es denn wichtig? Danke, dass ihr mir nicht so nahe kommt. Die anderen Kunden hier stinken schlimm genug. Edelmann. Ich werde mir keine Aufmüpfigkeit gefallen lassen. Bauernpack. Nichts Neues. Gast. Und die Jungs hier. Ach, verzieht euch bloß. So, warum hast du Vivik gehauen, hä?
Dillak denkt, verprügelt ihn ordentlich. Och, ganz ruhig, schlag lieber Dillak. Ich hau dich gleich, du Gauner. Oh, ich schlag, wenn ich will. Ruhe also. Mhm. Ein Bier wäre gut. Warum nochmal waren wir hier oben bei den feinen Pinkeln? Ich weiß es wirklich nicht. Dillak denkt, wir sind an der Treppe falsch abgebogen. Verflucht ist runter und hoch. Da war noch mal was. Ach, das ist... Es ist auf jeden Fall warm und die... Ja. Lese ich nicht weiter vor. Unterbreche ich mich nicht. Ich denke nach. Ha, bist ein Denker geworden, oder wie, Dillak? Mami wäre sicher stolz, wenn sie nicht lügen... Wenn's denn nicht lügen würdest. Lügen? Nein, aber jetzt denke ich daran, dir den Schädel einzuschlagen. Oder einen Knoten in die Zunge zu binden. Oh, ihr da. Die werfen uns gleich raus, wenn ihr so weitermacht. Die feinen Leute haben es gut. Es ist hübsch warm im Obergeschoss. Wenn der Wirt seine Türe nicht abschließt, ist es sein Problem. Machst es vielleicht warm, warm haben, Efov. Aber ich ziehe es vor, wenn der Wirt seine Fässer nicht wegsperrt. Ah, hast recht, Sven. Ein gutes Bier würde mich genauso schnell aufwärmen. Okay, mal gucken, ob der Wirt Hilfe mit den Saufbrüdern hier oben braucht. Natürlich. Ja, da war auch was. Mit dem Gang. Auch immer der nochmal hinführte. Offizier Dürf. Das ist, was ihr wollt. Grazie. Ein kleines Trinkgeld ist immer gut. Falls er versucht, euch den Apfelblütenelfenwein zu verkaufen, dann lehnt ihn bitte ab, er gehört mir. Okay. Ehre für Arm. Geht weiter, ich warte auf jemanden, die Leute sollten nicht verschreckt werden. Und was passiert, wenn ich nicht gehe? Ich habe nicht gesagt, dass ihr die Kneipe verlassen sollt, sondern nur, dass ihr mich in Ruhe lassen sollt. Okay. Ich sage für Ruhe und Ordnung. Ja. Im Namen des Konzils. Der Daumen. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Okay. Tretet ein und seid im See. Der hat nichts Neues zu sagen. Edelmann. Gast. Ich mag Leute, Edelfrau, ich okay. Nicht, aber guten Tag trotzdem. Was war hier nochmal drin? Ach, Piraten. Tut mir ja fürchterlich leid. Aber ich werde euch wohl auf meiner Klinge. Steht euer Name. Der Torm ruft euch zu sich. Pirat ist mein. Spürt die Hand der Gerechtigkeit. Was ihr oh. Bannen wir mal seine Magie. Okay, dann sollte ich mal die Magie von Talisa bannen. Habt ihr einen... Jawohl, das Gute ist heute auf unserer Seite. Vita Mortis Carere. Eure Stunde wird noch kommen. Führt mich an, mein Freund. Ich warte auf euren Befehl. Okay. Meinen Freunden auf meiner Klinge steht euer Name. Auf meiner Klinge steht... Ja. Ihr könnt ruhig mithelfen. Gut. Keine große Herausforderung. Das waren ein paar Tote mehr. Und ein bisschen Erfahrung für uns. Vita Mortis Carere. So, dann teilen wir mal wieder hier rein ein bisschen. Die hat nämlich dank Talisa etwas einstecken müssen. Und dann lassen wir Minsk mal Zeug einsacken. Was tragt ihr denn? Kettenhemden, okay. Sind doch ein bisschen was wert. Der da trägt nichts. Geld und Geschmeide. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. So, das Zeug weg. Langschwert identifiziert.
Ich weiß, was möchtet ihr? Gut, das heißt, die Piratengrube hier haben wir auch geplündert. Erzählt mir mehr davon. Keine große Herausforderung. Ob er wusste, dass da unten Piraten hausten? Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daum seinen Gästen nicht ein bisschen Gastfreundschaft gewährt. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Ja. Was immer ihr. Gehen wir mal weiter. Wenn ihr es wollt. Also aus Maves Gilde halte ich mich erstmal noch raus. Das ist abgeschlossen. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Schloss konnte nicht geöffnet werden. Schloss geknackt. Gut. Falle zugeschnappt. Entzug von Lebensenergie. Ja, das ist der Entzug von Leveln. Ich denke, ich bin soweit. Entferne mal die Falle lieber. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Keine große. Minotaurus. Irgendwas sagt mir, dass wir noch nicht hier rein sollten. Was braucht leichtfüßig und so? Wer benutzt bitte Minotauren als Wachen? So, gucken wir mal, ob hier noch mehr Fallen sind. Vor allem hier ist alles so runtergekommen. Regenerationstrank. Was machst du nochmal? Du heilst über Zeit, gell? Ja, pro Runde werden 2 Trefferpunkte geheilt. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Ich warte, was immer ihr wünscht. So, dann gucken wir mal, was unten ist. Ja. Ach, hier war er. Ja, gut. Ich hatte in Erinnerung, dass er im Geheimgang im Wirtshaus war, aber hier ist er. Okay, ich zeige euch mal was Schönes. Der Deckel des Sarkophags lässt sich trotz der finsteren Warnung der Schüsse nun, die sie an seiner Seite entlang ziehen, leicht öffnen. Im Sarkophag besitzt sich ein goldener Schädel. Als ihr danach greifen wollt, scheint er sich zu bewegen. Goldener Schädel, endlich. Mein Bewusstsein kehrt zurück. Wer hat mich geweckt? Ich bin Talisa und führe ein Abenteuerleben. Es tut mir leid, dass ich euch gestört habe. Ich lasse euch wieder allein. Wer seid ihr? Ich heiße Kangax und ich wurde verflucht. Ich bin tot und doch nicht tot. Ich wurde von grausamen Feinden zu ewiger Gefangenschaft in diesem Grab verdammt. Verdammt zu einem Schicksal, das schlimmer ist als der Tod. Aber der Fluch kann aufgehoben werden. Mit eurer Hilfe könnte ich vielleicht wieder leben. Ich habe so lange gelitten. Werdet ihr mir helfen? Ich werde helfen, soweit wie ich kann. Ich habe nicht die Absicht, in euren Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden. Im Gegenteil, ich glaube, dass ihr etwas getan haben müsst, um dieses Schicksal zu erleiden. Ich werde euch nicht helfen. Ja, Talisa ist ein bisschen gutmütig und naiv. Wir helfen mal. Die Feinde, die mir das angetan haben, machten meine Rückkehr unmöglich, indem sie meine sterbliche Hülle zerrissen und die Teile getrennt aufbewahrten. Ihr müsst meine Leiche finden, damit ich meine sterbliche Gestalt wieder annehmen kann. Wo kann ich diese Teile denn finden? Sie sind ganz in der Nähe. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher, dass sie in der Stadt in Gräbern wie diesem liegen. Wenn nichts anderes, so sind meine Pfeile zumindest berechenbar. Such nach meinen Armen, Beinen und meinem Torso. Ihr werdet reich belohnt werden für eure Bemühungen, Talisa. Beeilt euch, findet die Teile und kommt zurück. Kann ganz Körper wiederherstellen. Das war also dieser. Diese Geschichte. Ich bin im Hafenviertel auf einen goldenen Schädel gestoßen, der mir Reichtum macht,
die meine kühnsten Träume übersteigen, versprochen hat, wenn ich ihn nur vor seinem Fluch errette und seinen Körper wiederherstelle. Er glaubt, dass sein Körper, seine Arme und seine Beine in den Grabmälern der Stadt verstreut sind. Ja. Eines dieser Grabmäler ist im Torviertel. Da sind wir ja noch nicht reingekommen. Und ja, Talisa ist nicht ganz so naiv, aber wir wollen schon herausfinden, was es mit dieser Sache hier auf sich hat. Hallo. Ich will hier hoch. Also ja, ich habe diese Quest schon mal getriggert, auch wenn ich sie noch eine ganze Weile rausschieben werde. Mal sehen, ob wir ins Brückenviertel reinkommen. Müssen wir mal gucken.